Moin, Alter. Willkommen, wie immer, momentan ja bei Minecraft. Es gibt momentan nicht wirklich so viele andere Games, die ich Let's Playen wollen würde. Das ist ein bisschen das Problem irgendwie der Zeit. Sondern ich mache die Fackeln erstmal auf dem Boden, dass die weiterhin leuchten können, wenn ich die Wand nochmal wegreiß. Denn die muss alles ein nochmal ein nach inne. Ach Mensch. Ach nee, komm. Hat man auch schon tausendmal. Ist halt auch immer noch nichts Tolles dabei. Nein, das Holz ist weg. Es muss eh weg. Nee, es muss gar nicht weg. Scheiße, was mache ich hier für Mist? Aber die Wand muss weg. Das ist... Es muss noch einen nach inne. Da hinten ist unser Lama-Freund. Das ist auch toll. Nicht... Wenn er meistens nur Scheiß dabei hat, das ist jetzt nicht so worth, weißt du. Solange es nichts davon ins Meer fällt, ist alles gut. So gehen wir noch mal ganz kurz ins Bett nach drüben. Denn da ist ja auch eins, weißt du Bescheid. Ist das irgendwie vollkommen sinnlos, dass da ein Bett drin ist, aber irgendwie ist es halt trotzdem drin. Und ja, das wird auch noch zum Platz gemacht hier. Das ist sonst ein bisschen irgendwie bescheuert, dass halt noch da noch ein Sand da ist und hier halt nicht. Es ist, wird alles noch zum, ja, Marktplatz ist es nicht, aber zum befestigten Leuchtturmplatz dazugehören. Unten ist wieder ein bisschen was los. Darf ich jetzt mal Dankeschön. Wenn unten schon was los ist, dann gehen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Party machen, oder? Ja, halt ein Party Animals. Ja, da unten ist ein Haufen Dinger da. Wie heißen sie? Fledermäuse. Müssen doch irgendwo Spinnen sein. Aber erstmal machen wir hier das Ding zu Ende. Das wäre sonst ein bisschen inkonsequent, wenn wir dauernd woanders hingehen und das nicht zu Ende machen. Das wäre halt wirklich ziemlich inkonsequent. Und dann muss ja auch noch ein bisschen Erde hingemacht werden, ne? Damit das schön befestigt aussieht. Man könnte es auch ganz aus Tuff bauen, ne? Könnte man. Wenn man es denn wollen würde, genug hätten wir auf jeden Fall. Wir hätten auf jeden Fall genug Tuffblöcke, um das ganz aus dem Stein zu bauen. Das wäre, glaube ich, auch fast ein bisschen geiler, oder? Ich glaube schon. Ach, was ist denn überhaupt Tuff? Speckstein, oder? Ich glaube schon. Dann tauschen wir mal den normalen Steingedöns aus mit Tuff. Das ist doch mal ein Plan, oder? Steinsiegeltreppen kann weg, genau. So, dann brauche ich noch einiges an Tuff, weil ich glaube 46 reichen dafür nicht. Das ist zu wenig. Noch ein Stapel mehr, müsste davon aber eigentlich genügen. So, Stein. Das kommt hier rein, das kommt hier... Erstmal nicht rein, aber das kommt hier alles rein. Das kommt hier auch erstmal alles mit rein. Tuff war hier drüben. Nee. Hier. So, und daraus machen wir jetzt nochmal Bricks. Und dann schauen wir weiter. Genau, so machen wir es. So ist ein Plan, so wird ein Schuh draus. Der Turm auf der Leiter schwebt, Alter. Und du bist auch ganz, verirrt. ganz cleverer Dude. So, jetzt ziehen wir hier einfach mal. Ja, das muss auch noch weg, verdammt. Das muss auch noch alles weg. Hier stimmt's. Hier stimmt's auch überall. Okay, dann habe ich es nur hier vorne nicht gemacht. Gut. Zack, haben wir hier schön hoch. So, der Eingang sollte hier zentral sein. Das ist logisch. Hoffe ich. Ah
Einmal rüber hier und nach hier drüben auch nochmal. Gut. Ah, könnte trotzdem nicht reichen mit Zeug hier, ne? Wegen Dings. Das muss auch nochmal weg. Der ganze Kranz muss ja eigentlich weg, ne? Das ist alles irgendwie noch falsch. Gut, dann sind wir jetzt erstmal hier oben. Na, nicht da. Sondern etwas tiefer. Einfach nochmal lang. Von quer nach B. Das ist doof. Das ist nicht doof. Ach, da wird noch ein bisschen mehr gebraucht. Da wird noch ein bisschen mehr gebraucht. Shit happens. Ab und zu kann schon mal Scheiße passieren. Das wird sogar immer mal wieder passieren, dass Scheiße passiert. Ach Mensch. Das ist sogar zu weit. Das ist. Das kann er nochmal weg und das auch. Ach Mensch, wir brauchen noch ein bisschen mehr Tuff. War doch so gut geplant, weißt du? Dann hat es doch nicht gereicht. Ja, mein Plan ist halt fehlgeschlagen. Ich bin ja auch nicht so Suke Eisen, der der Meisterplaner ist. So, gehen wir mal hier rein und legen schon mal das Ding hier hin. Dann, ich muss vielleicht noch mal Erde holen. Also hier so grobe. Ich hätte gern was von der fetten Groben. Nein, die hat gerade Berufsschule. Der Witz hat auch so einen Bart, aber irgendwie ist der geil. Ist meistens so, dass diese alten Witze halt irgendwie noch die besten sind. Ist mir unerklärlich, aber es ist halt so. Das wird an grobe Erde nicht reichen. Dann holen wir nochmal ganz kurz den Sheet mit. Ja, hallo, danke fürs Aufmachen. Dann nehmen wir nochmal so ein bisschen Tuff mit. Und dann bauen wir nochmal einen neuen Tuff-Ziegelstein. Und vor allem grobe Erde. Grobe Erde. Gib mir mal her den. Okay, dafür brauche ich noch nicht mal. Dafür brauche ich noch nicht mal. Dings. Noch nicht mal ein Crafting Table. Aber dafür. So, zack, 64. Das müsste jetzt aber eigentlich genug sein. Das müsste jetzt genügen. Huch, das ist zu weit oben. Ich muss ja nur bis hier raus. Ich könnte mal zum Herrn Lama gehen und gucken, was er hat. Das wäre vielleicht mal ein Plan. Ah, ich habe ja wieder Hunger, verdammt. Ach Mensch, so oft ist das der Fall. Ja, wie Tuff, vor allem wenn das ein bisschen kleiner ist, sieht sogar fast ein bisschen besser aus. Das sind 4 Blöcke, das sind 3. Ah, shit. Shit! Ja, es ist sogar zu weit nach drin. Das heißt, das muss auch nochmal weg. Ach, huch. Welche ist denn? Spitzhacke? Behutsamkeit. Glück und Effizienz. Genau. So, dann machen wir hier mal dicht. Ach Mensch, Junge, baut doch mal was richtig. Mau doch mal was richtig. Gut. Dann muss das natürlich alles noch raus hier. Und das ist ja auch noch falsch. Das ist sogar sehr falsch. Koppel habe ich gerade nicht dabei, ne? Shit. Ach, verdammt, dass wir davon nichts dabei haben, ist gerade ärgerlich. Oder? Hab ich was dabei? Nee. Machen wir es einfach so zu hier. Das muss auch noch weg. Zack, zack. Auf zack, dann machen wir hier nochmal ein bisschen anpassen hier, dass es ein bisschen besser aussieht. Zack, und hier nochmal. Zack und zack und zack und zack. Dann mal ganz kurz angucken, wie das Ergebnis denn so ausschaut. Sieht halt um Längen besser aus.
Aber irgendwie ist es ja auch nicht ganz so symmetrisch, ne? 3. Doch, es ist. Wirkt nur irgendwie ein bisschen komisch. So, Herr Händler. Ist halt alles komplettes Minusgeschäft. Was er da hat. Da müssen jetzt noch ein paar Treppen ran. Dass es ein bisschen besser aussieht. Theoretisch. Aber die werden halt momentan gerade nicht unterstützt, ne? Oder kann man das eventuell mit den anderen Treppen so als kleinen Akzent quasi anbieten? So, 2 von Dings. Toll. So, einmal hier ran. Das ist nicht normal. Ach Mensch. Es ist einfach nicht normal. So, einmal hier ran. Huch, einmal hier ran. Ja, das muss auch noch irgendwann mal geändert werden, wenn dann immer mal der Shader aktualisiert ist. Hoffentlich vergesse ich es dann nicht. Aber so ist schon mal die ganz grobe Idee. So grob wie die Erde hier. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Nee, das kann eigentlich weg. Alter, meine Fresse! Ich fühle mich ja gerade so ultra doof, ne? Ja, da muss ich noch mal ein bisschen was überlegen. Aber erstmal gehen wir rüber ins Lagerhaus und gehen pennen und lagern aus. Und dann ist die Brücke dran, dann wird der Mütze verschwinden. Beziehungsweise gehe ich erstmal in die Mobfalle runter und du erstmal ein bisschen looten. Alter, mir ist so warm, ne? Das ist auch gerade so ein Ding. Ich kann ja auch aber einfach dieses scheiß Fenster nicht auflassen, einfach weil ja dauernd Geräusche sind. Das ist nicht schön. Vor allem einfach in dieser Wärme, ne? Das ist. Boah, Dachgeschosswohnung ist einfach das Nonplusultra im Sommer. Es gibt nichts Besseres. Kann ich jedem mal empfehlen. Da ist es immer schön lauschig warm. Da hat man immer ein bisschen was Schönes. So, hier kommt der Scheiß rein, der Müll kommt ja auch rein. Der restliche Müll kommt. Das ist alles nicht. Das andere müsste ja mit. Ach Gott, wo kommt denn das rein? Nicht hier. Auch nicht hier. Hier kommt zumindest das rein. Moment. Uno momento, please. Wo hat man es denn drin? Einfach da mit rein, gut ist. Moment, das kommt auch noch mit da rein. Also schon fast 2 Stapel Flint. Also halt mal irgendwann mal uns, keine Ahnung, 64 oder mehr Feuerzeuge bauen müssen. Aus welchen auch immer Gründen, dann ist es da. So, dann machen wir erstmal hier mal ein bisschen Flutung. Unten, oben. Erstmal oben alles anschmeißen. Na komm, einer. 2, 3, 4. Noch mehr? Wer will, wer hat noch nicht? Als ob. Nochmal anschmeißen. Als sich da irgendwo irgendwer festgehangen hat. Aber irgendwie. Ist da noch nicht alles. Hier müsste noch irgendwo eine Spinne gewesen sein, die man gerade nicht mehr mitbekommt. Ah, hallo, Knochenmann. Hallo, Knochenmann. Mehr ist es nicht. Okay, alles klar. Kommt hoch. Dahin. 9 Knochen. Pfeile waren es, glaube ich, keine. Braucht ja auch kein Mensch. Zwei wollen uns die ja selber bauen können. Ah ja, stimmt. Dafür kann man ja auch Flint verwenden. Nicht nur für Feuerzeuge. Hey, ein XP-Level haben wir gelevelt. So,
So, ganz kurz weg mit dem Scheiß hier. Hallo, hier kommt's rein. Ich brauche ja eigentlich die andere Hacke irgendwie gerade nicht, ne? Die Behutsamkeit, die kommt hier mal damit rein. Und dann fangen wir mal an. Ich muss Holz mitnehmen. Holz. Und dann fangen wir an. Jetzt endlich mal. Jetzt wirklich. Voll konsequent. Jetzt wird durchgezogen hier. Da kommt der Scheiß weg. Wieder einen Haufen Zaun nehmen, den wir dann wieder kriegen, ne? Ja, Zaun kommt eventuell sogar wieder ran. Aber wahrscheinlich auch wieder Fichte, ne? Einfach weil es besser aussieht. Ja, irgendwie ist die Brücke ziemlich auch doof, ne? Weil, wenn da schon eine Landzunge ist, dann braucht man ja eigentlich auch keine Brücke. Dann lieber die Landzunge erweitern, als eine Brücke zu bauen. Ist eigentlich zwar schlauer, aber irgendwie habe ich es damals nicht gemacht. Warum auch immer. Aber ich habe es nicht gemacht. Ach Mensch. Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch. Shit. Jetzt komme ich doch hoch. Auch die Brücke ist halt auch vom Design her maximal nicht geil, ne? Das ist halt alles noch aus einem sehr frühen Stadium. Aus einem Stadium, wo ich auch noch sehr jung war. Und meine Kreativität beim Bauen halt jetzt nicht das Nonplusultra. Das kommt dann auch weg. Jetzt kurz überlegen. Das muss ja auch weg, genau. Holz schwimmt oben, das ist schön. Aber hier kommt alles weg. Ich muss wieder ganz kurz hier oben drauf. Huch. Vor allem dann, das muss alles nochmal weggezogen werden. Ah, toll. Schwerstumbauarbeiten hier. Richtige Schwerstumbauarbeiten. Das ist auch alles falsch. Also jetzt ist es irgendwann mal falsch. Am Anfang war es ja alles richtig. Bis es falsch wurde. Ich bin echt der schlechteste Brückenbauingenieur, von dem man je gehört hat. Aber ihr habt von mir gehört. Ach Mensch, der Jacques Sparrow. Ich weiß gar nicht, ist der mir eigentlich dem Depp hier, dem Johnny, eigentlich jetzt auch diese Rolle wirklich komplett abhanden genommen worden, wegen dieser Geschichte mit der Amber Heard? Das war ja auch so ein Skandal eigentlich. Es gibt halt auch noch wirklich Leute, die bis heute noch behaupten, dass er toxisch war. Der halt buchstäblich das größte Opfer dieser Beziehung war, aber der ist bis heute noch der Meinung, einfach weil es der Mann war, dass der toxisch war. Es ist... Kannst du dir halt auch echt nicht ausdenken. Das ist irgendwie ziemlich abstrus auch. Der war doch der Mann in der Beziehung. Der muss scheiße gewesen sein. Bla bla bla. Ja, dann fragt man sich, warum Leute die dieses woke Zeug nicht mögen. Einfach schon, ja, schon fast Erbschuld, ne? Du bist männlich, du bist das Problem. Ich mir halbwegs in den Kopf machen, wie ich das gestalten will. Das mache ich jetzt am besten mal. So, ich würde sogar sagen, mach mal hier noch so einen hin, machen wir hier so einen hin. Dann gehen wir noch einen hier in die Richtung. Ganz, ganz clever gemacht. Dann gehen wir nochmal in die Richtung jeweils. Huch, da ist fast aus offen. So, nochmal ein bisschen rüber hier. Mal ein bisschen in die Höhe bauen. Dann kann man jetzt wieder leicht schräg rüber gehen. Also machen wir hier zwei, ja, nochmal drei, machen wir nochmal zwei. Und dann gehen wir dann so langsam rüber
Das heißt langsam. Das ist schon ziemlich steil. Habe ich den Track nicht vor uns schon mal gehört? Ich dachte schon, mir ist so, als wäre er vor uns schon mal gedüdelt. So, dann kommt das hier auch weg. Da kommt dann Holz rein, dass das auch alles schön passt. Das ist falsch. Das ist ebenfalls falsch. Und das kommt ja auch noch alles weg. Ach Mensch. Das wird noch echt noch viel Arbeit werden, ne? Weil das alles aufzufüllen. Weil wir durften eigentlich genug Dreck haben in unseren Kisten. Müssten sogar fast zwei ganze volle Kisten sein. Das reicht auf jeden Fall. Das reicht dicke. Ist doch immer eine Spinne da unten drin. Warum kam die vor uns nicht mit runter? Dumme Spinne. Und jetzt noch was aus Knochen gemachtes. Das Brook ist da quasi. Ja, wer kennt Brook? Wahrscheinlich viele, aber es gibt ja noch wirklich Menschen, die in ihrem Leben noch nie One Piece gesehen haben. Soll es wirklich geben? Ist unglaublich, aber es ist wirklich so. Das muss auch nochmal ganz kurz raus. Dass es ein bisschen besser ist. Machen wir es lieber so. Ein bisschen mehr nach außen ausgefranst. Und dann muss es auch hier eigentlich da nochmal irgendwie einer hingemacht werden. So, machen wir hier nochmal ein bisschen. Und da dann auch nochmal ein bisschen. Es wird halt wieder bald Nacht, ne? Das ist unglaublich, aber es ist so. Darf ich hier bitte mal ran? Dankeschön. Okay, der Track passt jetzt wunderbar zum Bauen am Wasser. Der klingt halt auch schon so maritim, ne? Ah, es ist unglaublich, dass das jetzt schon wieder Nacht ist. War doch erst vor uns Nacht. Ach, ist das zum Kotzen. So. Schmeißen wir uns eben mal in die Federn, dann ist auch die Folge wieder vorbei. Ist unglaublich, wie schnell die vorbei ist. Es ist echt unglaublich. Ist halt so, wenn du halbwegs was machst, das ist auch, wenn man auch so zu Hause was macht, wenn du irgendwie was machst, irgendwie, dann sind die Tage ultra schnell vorbei. Aber ich würde sagen, wir beenden mal hier und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dahin eben wie gehabt, in alter Frische. Tschüss und bis dann.